Ja, da seid ihr ja wieder, liebe Schmetterlingsfans. Es ist jetzt Mitte Mai und wir sind hier auf dem Weg zu einem der letzten Fundorte des Fetthennenbläulings, Scolitantides Orion. Manchmal auch schlicht Orionbläuling genannt. Damit wir dieses seltene Tier auch finden, haben wir uns mit unserem Spezialisten vor Ort, Daniel Müller, verabredet. Ja, hallo liebe Schmetterlingsfreunde. Heute treffen wir wieder Daniel Müller hier an der Mosel und wollen uns zusammen den Orionbläuling angucken oder auch Fetthennenbläuling auf Deutsch. Ne? Ja, Daniel, was kannst du denn zu dem Falter berichten? Ja, der Fetthennenbläuling, das ist eine sehr seltene Schmetterlingsart, zumindest bei uns in Deutschland. Also die wird in der roten Liste von Deutschland in der Kategorie 2, also stark gefährdet, geführt. Okay. Und sie kommt, hat einen ihrer Verbreitungsschwerpunkte in Rheinland-Pfalz. Mhm. Im Mittelrheintal und eben hier an der Mosel gibt es auch ein Vorkommen. Okay. Und sonst findet man sie noch im Osten Deutschlands, zum Beispiel in Sachsen und Thüringen. Im Norden von Bayern gibt es noch einzelne Vorkommen und bei Passau. Also ist es so schon eine ziemliche Rarität hier? Genau, sehr lückig verbreitet deutschlandweit, hat ihren Verbreitungsschwerpunkt insgesamt eher in Südeuropa, ist eine sehr wärmeliebende Art. Okay. Und hier im Moseltal findet sie natürlich diese wärmebegünstigten Lebensräume, die sie braucht. Also was man ja schon sieht, wir sitzen ja hier oberhalb von einem Weinberg, kann man sagen. Genau. Und was mich jetzt mal interessieren würde, wieso engagierst du dich für diesen kleinen Bläuling? Ich meine, was interessiert dich daran? Ja, zum einen ist es natürlich die Seltenheit des Falters. Mhm. Also die Art gilt es hier zu erhalten. Ja. Und was besonders bei den rheinland-pfälzischen Populationen ist, wie auch bei denen im Norden von Bayern, sie bildet nur eine Generation pro Jahr aus. Die anderen ostdeutschen Populationen, die bilden zwei Generationen pro Jahr aus. Weil also es da wärmer auch, ist oder? Das weiß man gar nicht so genau. Also wahrscheinlich ist das auf genetischer Ebene was anderes. Ja, okay. Vielleicht wurden diese beiden Populationen, kann man im Prinzip sagen, großräumig mal getrennt während der letzten Eiszeit, sodass sich die eine eben andersweitig angepasst hat als die andere. Weil eigentlich macht es wenig Sinn, dass man hier nur einbrütig ist und zum Beispiel eher im kontinentalen Klimat, wo man diese sehr warmen, heißen Sommer hat, dass man dort zweibrütig ist. Ja, okay. Ja, ich glaube, es ist ja so, dass dieser Schmetterling einen besonderen Lebenszyklus hat und auch besondere Futterpflanzen benötigt. Vielleicht gucken wir uns die gleich nochmal im Gelände an. Ich denke, wir sollten einfach mal losgehen und schauen, ob wir den Falter überhaupt finden. Das ist ja schon mal das Erste. Dass wir hier nicht umsonst hier angereist sind zur Mosel, um dieses Kleinod, kann man sagen, uns anzuschauen. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Gelände. Ja, auf geht's. Ne? Machen wir das. Gut. Schon nach wenigen Minuten finden wir die ersten wärmeliebenden Arten. Hier ein Segelfalter, der sich in der Sonne wärmt. Auch Bienenkäfer sind zahlreich zu finden. Dieser hier scheint unsere Gesellschaft allerdings nicht wirklich zu schätzen. Immerhin findet sich der hübsche Käfer, der als Larve parasitisch von Bienenbrut lebt, zu einem Fototermin mit einem Hauhechelbläuling ein. Auch die Vegetation dieser Steilhänge ist beeindruckend. Nach kurzer Zeit entdecken wir diesen Diptam, eine Pflanze, die man in Deutschland nicht alle Tage findet. Da sich der gesuchte Falter noch nicht blicken lässt, zeigt uns Daniel zunächst die Futterpflanze der Raupe des Fetthennenbläulings. Ja, hier haben wir jetzt die Raupennahrungspflanze des Fetthennenbläulings. Das ist die große Fetthenne. Das ist eine recht große Crassulaceae, also ein Dickblattgewächs. Der Fetthennenbläuling, der bevorzugt tatsächlich bei uns nur diese ganz großen Arten. Der geht auch an die kleineren Fetthennenarten, wie zum Beispiel den weißen Mauerpfeffer oder die Felsenfetthenne.
Aber das ist dann eher bei uns die Ausnahme. In anderen Teilen seines Verbreitungsgebiets nutzt er die tatsächlich auch vermehrt, aber bei uns ist das die Ausnahme. Also hier ist er schon auf diese große Fetthenne angewiesen. Wir suchen also die Blätter und Stängel der großen Fetthenne systematisch ab. Die meisten Pflanzen stehen allerdings unerreichbar in den felsigen Steilhängen. Nach kurzer Suche entdeckt Daniel mit geschulten Augen die winzigen weißen und abgeflachten Eier. Das heißt, der Falter kann nicht weit sein. Während wir am Steilhang entlanglaufen, entdecken wir eine noch etwas träge Smaragdeidechse, die sich auch aufwärmen möchte. Daniel meint, wir sollten uns nun auf den Schmetterling konzentrieren und dazu am besten seine Lieblingsnektarpflanze suchen, den blutroten Storchschnabel. Ja, hier haben wir jetzt eine wichtige Nektarpflanze vom Fetthennenbläuling, das ist der blutrote Storchschnabel. Da saugt er sehr gerne dran, wie wir beobachten konnten. Er hat auch noch eine ganze Reihe anderer Nektarpflanzen, aber er scheint, sobald der blutrote Storchschnabel blüht, diese Pflanzenart tatsächlich zu bevorzugen. Der Tipp mit dem blutroten Storchschnabel führt rasch zum Ziel. Ein etwas lädierter Fetthennenbläuling füllt seinen Tank mit Nektar. Schnell finden wir ein weiteres Exemplar, das noch besser in Schuss ist. Daniel möchte uns nun die Besonderheiten dieses Lebensraums an der Mosel vorstellen. Ja, Daniel, wir sind jetzt hier schön im Biotop von dem Fetthennenbläuling. Was macht denn dieses Biotop hier aus? Was ist so besonders? Ja, wir stehen hier an einem Südhang. Ja. Also hier knallt, um es mal so zu sagen, den ganzen Tag die Sonne drauf. Deshalb ist es, genau. Deshalb ist es hier sehr warm, also wärmer als andernorts. Und wir haben durch das Moseltal auch eine gewisse Luftfeuchte hier. Ja. Das braucht der Falter, also der braucht die Kombination aus Wärme und einer gewissen Luftfeuchte. Deshalb hat man Populationen vom Fetthennenbläuling fast immer in der Nähe von größeren Gewässern. Ah, alles klar. Gut, und wenn man jetzt mal so dran denkt, wie diese Landschaft hier entstanden ist, da hat ja auch der Weinbau eine Rolle gespielt. Genau, der besiedelt hier eine ehemalige oder noch heutige Kulturlandschaft. Also hier ehemalig, weil hier der Weinbau aus der Fläche schon raus ist. Das waren alles mal ehemalige Rebflächen. Davon zeugen hier die Trockenmauer noch. Und der Weinbau ist aber hier aus der Fläche raus. Und das ist tatsächlich auch ein Problem für die Art, weil dadurch die Trockenmauern zum Beispiel zuwachsen. Und hier stehen eben seine Raupennahrungspflanzen drauf. Ja. Mhm. Und wenn die zugewachsen sind, sind die Raupennahrungspflanzen natürlich weg. Ja, klar. Und damit ist natürlich dann die Lebensgrundlage erstmal entzogen. Genau. Und wenn das gerade so eine verinselte Art ist, ist sie einmal weg, ist sie weg. Genau, und deshalb ist es eben hier wichtig, dass die Flächen regelmäßig freigestellt werden im Zuge vom Naturschutz. Okay, ja. Also die werden hier einmal im Jahr, und zwar irgendwann im Spätherbst oder im Winter, gemäht, damit die Brombeere und die Schlehe hier nicht zu dominant werden, weil das sind so die ersten Pionierpflanzen, die dann ein höheres Sukzessionsstadium ankündigen und dann eben die krautige Flora hier verdrängen. Okay. Während wir durch die eindrucksvolle Landschaft klettern, entdecken wir weitere seltene, wärmeliebende Arten. Hier ein schwarzer Bär bei der Eiablage. Die Eier glänzen wie Perlen im Sonnenschein. Ein weiteres Tier lässt sich sogar auf die Hand nehmen. Zudem finden wir den nächsten Fetthennenbläuling am Wegesrand. Ja, Daniel, wir hatten ja eben schon mal über den Weinbau hier gesprochen. Welche Rolle spielt er denn für den Erhalt dieser Biotope, für diesen Orionbläuling, für den Fetthennenbläuling? Ja, der Weinbau ist hier sehr wichtig, weil er die Flächen offen hält. Der Fetthennenbläuling ist ja eine Offenlandart und die braucht, wie wir eben schon wissen, vor allem Mauerkronen oder eben Felsvorsprünge, wo seine Raupennahrungspflanze drauf wächst. Und
Das sind meistens angrenzende Bereiche von den Weinbergen. Mhm. Und wenn der Weinberg eben in der Bewirtschaftung ist, dann bleiben diese angrenzenden Bereiche, die man hier auch schön sieht, offen. Mhm. Und das sind eben die Nischen, die der Fetthennenbläuling besiedelt. Okay. Und der Weinbau, wie wir ihn hier jetzt sehen, scheint ja ökologisch orientiert zu sein. Genau, das ist jetzt hier ein Weinberg von einem Bio-Winzer. Mhm. So kann man es aus Naturschutzsicht sagen, so soll es sein. Ja. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Mhm. Also das ist jetzt eher die Ausnahme, wobei man an der Mosel schon sagen muss, dadurch, dass die Weinberge nicht so stark mechanisiert werden können, eben aufgrund des steilen Reliefs, sind das meistens schon eher nachhaltig bewirtschaftete Bereiche. Okay. Also das heißt aber dann doch eigentlich, dass wir uns über die Zukunft des Orionbläulings keine Sorgen machen müssen. Ja, es ist immer die Frage, wie lange werden diese Weinberge noch bewirtschaftet, weil man hier nicht die Riesenerträge rausholen kann und den Wein auch nicht übermäßig teuer vermarkten kann. Und das ist eben das Hauptproblem, dass immer mehr Winzer aufgeben, immer mehr Flächen brachfallen und dadurch eben verbuschen. Okay. Also es wird in Zukunft wahrscheinlich immer mehr die Aufgabe des Naturschutzes sein, solche ehemaligen Rebflächen offen zu halten, eben um so besondere Arten wie den Fetthennenbläuling zu erhalten. Ja, genau. Also praktisch so, wie wir das auch eben auf der Fläche gesehen haben. Genau. Ja, prima. Ja, Daniel, da danke ich dir für diese interessante Exkursion hier. Sehr gerne. Ja, dann gucken wir nochmal weiter, ob wir den einen oder anderen Bläuling hier noch finden. Machen wir das. Alles klar. Während wir uns noch ein paar Bilder von seltenen Tieren aus dem Gebiet anschauen, fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Exkursion und aus Daniels Ausführungen zusammen. Arten wie der Fetthennenbläuling haben aufgrund der hohen Spezialisierung auf einen bestimmten Lebensraum ein sehr verinseltes Vorkommen und bilden oft in sich geschlossene Populationen mit besonderen Eigenschaften. Sollte sich der Lebensraum verändern, besteht ein hohes Risiko, dass diese Arten aussterben. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, man müsse die Lebensräume einfach der Natur überlassen, um die Artenvielfalt zu erhöhen, ist gerade das Gegenteil der Fall. Viele Arten profitieren von der traditionellen Bewirtschaftung, hier zum Beispiel von Weinbau, durch den die Landschaft offen gehalten wird, sodass sich die Futterpflanzen des Bläulings vermehren können und nicht unter Brombeergestrüpp verschwinden. Sollte es der Landwirtschaft nicht gelingen, die Flächen nachhaltig zu bewirtschaften, weil es auch finanziell sich nicht lohnt, müssen die Flächen durch den Naturschutz aus öffentlicher Hand freigehalten werden. Bald zeigen wir euch einen weiteren Schmetterling, der von dem traditionellen Weinbau profitiert, den Mosel-Apollo-Falter. Bis dahin, alles Gute!